Hier mit den neuen Jungs von Random. Zu meiner Linken ist der Carsten, der Achim und der neue Sänger Frank. Fangen wir mal mit dem Carsten an, meinem neuen Helden hier in der Band. Der legitime Nachfolger von Olle. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form von irgendjemandem der Nachfolger bin. In Form der Extremität. Nö, also auch weißt du gar nicht, wie er bestückt ist. Da kann mir Olle überhaupt nicht das Wasser reichen. Carsten, du hast früher bei einer Band namens Alien Power gespielt. Und die hatten auch eine Arschbombe im Vokal, genauso wie Random. Ist das deine Fachqualifikation? Ja, also eigentlich ist das natürlich gar nicht so die richtige Kritik gewesen. Bloß, was mich an Random so gereizt hat, warum ich dann auch im Endeffekt dazugestoßen bin, als meine Band leider sich auflösen musste, es war eben, wir wurden im Rockhard, in dieser Arschbombenkritik, mit Random verglichen. Das hat mich gereizt, dann mehr darüber zu erfahren. Hab dann so lange gebaggert, bis ich endlich die Telefonnummer von Fred hatte. Und hab dann eben gesagt, ich will jetzt hier Bass spielen. Und ich finde, das passt gut. Und ja, so bin ich halt hier gelandet. Ne? Mhm.
Das war ein ziemlich geiles, extremes Outfit, wie wir alle sehen. Bist du Venom-Fan gewesen früher oder heute immer noch? Nee, Venom mochte ich noch nie. Also nee, Venom war nie mein Ding. Aber zum Beispiel Satan Jokers, die finde ich völlig geil, auch gerade vom Outfit. Ich orientiere mich auch vom Outfit her sehr an diesem Sänger. Der hat ja auch eine rote Hose an. Finde ich unheimlich gut, bloß ich traue mich nicht so ganz mit so einem Brust frei. Also ich muss mich oben immer so ein bisschen rum bedecken. Es ist mir irgendwie etwas angenehmer. Aber ansonsten finde ich das Outfit schon sehr, sehr gut, gerade mit diesem ganzen Glanz und so. Ne? Aber heute halt nicht die normal rote Hose, sondern ein bisschen mehr die Optik zurückschrauben, weil wir stehen hier nicht auf der Bühne. Ne? Kann ich dir bitte mal zeigen, die Hose? Die ist nämlich sehr sehenswert, wie ich finde. Wunderbares Leopardenmuster drauf. Dann sehe ich aber dieses umgedrehte Kreuz hier, was auch ebenfalls zum Venom-Image passt. Bist du Satanist? Bist du evil? Nee, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch, auch wenn mir das keiner glaubt. Aber nee, das ist eigentlich nur eine reine... Schnauze, Achim. Nur eine reine Provokation, also weil ich habe früher mal eine Menge was mit Baptisten zu tun gehabt und die haben immer so unheimlich viel Angst, wenn jemand ankommt, der nicht christlich ist. Und da habe ich das einfach ein bisschen ausgebaut und zwischen hänge ich an dem Zeug, weil jeder fragt mich dumm. Auch in jedem Interview wird man danach gefragt und hat mir mal was zu erzählen. Das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Schön ist, dass du dir den Nieten tätowieren lassen willst. Nee, tätowieren nicht. Ich wollte es mir eigentlich mal einpflanzen lassen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Chirurgen gefunden, der das macht. Okay. Allen Ernstes, also ich habe mir mal die Hand gebrochen, konnte ich eine Weile nicht spielen. Da habe ich dann in den Gips Nieten reingedrückt, sah sehr geil aus. Und dann habe ich halt den Chirurgen mal gefragt, ob er das wirklich so implantieren könnte. Und dann hat er mir gesagt, das gibt halt Stress mit den Muskeln, weil die bewegen sich halt drumherum. Und tja, weiß ich nicht, aber das mit dem Tätowieren stehen die so drauf. Das ist nicht mein Ding. Gut, machen wir mal mit dem Achim weiter. Der Achim ist der, ich weiß nicht, ob es der erste ist, auf jeden Fall einer der wenigen Musiker, der alles sehr ernst nimmt bei Random. Was heißt sehr ernst? Ich denke, du bist doch ein sehr ambitionierter Bursche. Ärgert dich das Ganze mit diesem Arschbomben- und teilweise Comedy-Image? Comedy-Image für mich persönlich eigentlich nicht. Man muss nur unterscheiden zwischen Kult und Comedy und ich denke, ich bin kein Comedy-Musiker. Aber Kult. I think so, ich hoffe. Also ich ärgere dich nicht hier, dass du irgendwie so ein gewisses Image anhaften hast. Das stört nicht die Selbstverwirklichung. Jetzt mit den Jungs? Ja. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich weiß, die Band hat Potenzial, sehr großes Potenzial, welches immer verkannt worden ist, auch von den Medien. Ich denke, ich für mich persönlich und ich denke auch die anderen Jungs lassen sich am besten in keine Schublade drücken. Gut, kommen wir mal zum Frank. Guten Tag. Guten Tag, Frank. Guten Tag. Frank, erstmalig in der Geschichte von Random gibt es jetzt auch deutsche Texte oder zumindest eine Mischform von englischen und deutschen Texten. Ist das dein Einfluss oder wer kam auf die Idee? Wer kam auf die Idee? Weiß ich nicht. Verstand versoffen oder wie kommt's? Du, man muss es nehmen, wie es kommt. Waren unter anderem vielleicht Tanner eine Inspiration für dich? Tanner kenne ich nicht. Wie ist das? Eine weitere Kultband aus Wuppertal, aber wenn du die nicht kennst. Nee. Kannst du dich denn in Englisch schlechter ausdrücken als in Deutsch? Ist das halt ein Grund? Es ist unheimlich schwierig, in Englisch zu singen, wenn man nicht Englisch spricht. Warum dann teilweise Englisch? Warum nicht komplett Deutsch? Hin und wieder verstehe ich sogar einen Text. Ja, du musst ihn doch auch schreiben. Das Verstehen allein reicht doch gar nicht aus. Schreiben, ja, das ist das Problem. Ich versuche natürlich irgendwie jetzt erstmal... Tja, das heißt also, die jetzigen Texte sind noch nicht so das, was du dir 100% vorstellst. Oh, die sind gut. Na, man muss dazu sagen, die Textschreibung ist eine Teilung innerhalb der Band. Und, viel Wert wird auf Texte gelegt, von meiner Seite aus. Und ich denke, ist sehr wichtig, wenn man Deutsch Texte schreibt, den Ausdruck und die Tiefe rüberzubringen und nicht irgendeine platte Scheiße zu bringen. Und im Englischen ist es halt so, dass man also, wir alle, nicht Englisch denken können, um den Ausdruck und die Tiefe rüberzubringen, die man halt in der deutschen Form artikulieren kann. Weil wenn ich Deutsch spreche zu dir und dir was sage, dann weißt du, was ich meine. Wenn ich jetzt im Englisch nicht so bewandert bin oder so, entstehen natürlich gewisse Schwierigkeiten oder so in irgendeiner Form. Da gibt es aber auch keine Message, die damit rübergebracht werden soll, sondern ich denke, ist einfach so, die Texte und die Musik, die jetzt akut ist von Random, ist geil, ist okay.
Dennoch bleibt die Frage, warum dann englische Passagen zwischendurch? Warum nicht komplett Deutsch? Ja, Mischtexte sind noch nicht akut gewesen. I think so. Also revolutionär mal wieder. Carsten. Danke. Nein, doch. Also, doch jetzt. Ja, inzwischen ist ja in die deutsche Sprache sehr viel an Fremdworten eingeflossen. Also jeder Mensch hat inzwischen einen Computer, mindestens 3 zu Hause. Und jeder wirft immerzu mit irgendwelchen englischen Fachbegriffen um sich. Okay, und Cash. Genau. Das hat sich völlig irgendwie jetzt mittlerweile assimiliert in der Sprache. Und wir dachten uns halt, wenn wir so ein bisschen was da reinbringen, da kann sich die deutsche Bevölkerung viel besser mit identifizieren. Also es ist schon ein Grund der Kommerzialität. Ich habe noch mal ein paar Beispiele, so Songtitel, sowas wie Power Baby fehlt ja auf der neuen Scheibe leider. Ja, aber zum Beispiel irgendwie halt einer unserer größten Hits jetzt, Don't Stop Me Now, das ist auch ein fantastischer deutscher Text. Aber das ist einfach eingängig. Ne? Oder Fire in the Night, den muss ich extra betonen, weil der ist von mir. Da auch dieses Fire in the Night, Fresse Achim. Da bleibt einfach nicht viel zu sagen. Ich meine, du hörst das und du weißt, worum es geht. Worum geht's? Geht es um Solingen, Brandanschläge, Sozialkritik oder? Ja. Genau das. Siehst du, ich wusste das vorher gar nicht. Nein, ganz spontan sofort begriffen. Ja, also sehr prägnant. Weil ich bin ja nun öfter in Solingen bei Andi. Und Andi wohnt wirklich direkt neben diesem abgebrannten Haus. Und das war halt die Inspiration dafür. Prost. Ich habe noch ein gutes Beispiel für die Texte. Zum Beispiel, Klischee gepolte, genormt in Mind und Soul. Böse und gute, Musicians dumm und hohl. Alles das kotzt mich an. Selber geschrieben den Reim? I think so. Das war's. Ja, gutes Schlusswort, wie ich meine. Cool, ey. Tja, Jessin Nadine Schanz liebt auch Altbier und ist nebenbei auch noch Playmate. Wie kamst du dazu? Das war ein damaliger bekannter Fotograf, der hat Fotos von mir eingeschickt und dazu ist es halt gekommen. Die haben mich eingeladen, Probeaufnahmen und dann wurde auch eine Produktion gestartet. Letztes Jahr im Sommer. Mhm. Und läuft's gut bis jetzt? Gute Resonanzen? Bis jetzt ja. Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Also bis jetzt. Immerhin, ich meine, Random haben ein Angebot gemacht, dich hier im Video zu haben. Das ist doch schon ein ganz schön großer Erfolg, wie ich finde. Mhm. Wie kommst du dazu? Hörst du gerne Heavy Metal? Ja, also ich höre sehr gerne Heavy Metal. Welche Bands? Sepultura, Slayer, Pantera. Also die ganze Thrash-Metal-Schiene, auch Death-Metal-Bands? Teilweise auch Crater. Okay, warum nicht Crater? Klar. Kennst du auch Doro? Ja, ich habe sie kennengelernt. Mhm. Eine sehr nette Frau. Und ist das irgendwie auch für dich was, vielleicht mal als Sängerin in einer Metalband Karriere einzuschlagen? Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, also habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wer weiß, vielleicht. Du hast gerade so Sachen, so Bands genannt aus Düsseldorf. Bist du in Düsseldorfer Szene irgendwie besser vertraut? Bist du öfter in Düsseldorf? Nö, das hat mit der Stadt gar nichts zu tun. Also Düsseldorf, Hannover, Hamburg, München. Ist eigentlich, wenn man sich dafür interessiert, ein bisschen rumzuschauen, welche Events gut sind, dann kennt man sich auch ein bisschen aus und kennt auch die Szene. Nicht unbedingt bundesweit, sondern auch für die Stadt allgemein. Mhm. Du hast ja vorhin, als die Kamera noch nicht lief, auch so Bands wie Assassin und Death Row und Darkness und sowas genannt. Das wollen wir nur mal festhalten, finde ich hier, dass du auch sowas noch kennst. Wie lange bist du schon dabei von der Szene her? Ja, 85, 86. Ja, genau. Das war mein erstes Konzert war Iron Maiden, Somewhere in Time. Ja, mein Gott. Nicht so ganz. Mit 13, 14, auch so ein Konzert. Also ich glaube, die Eltern haben da immer ein bisschen was zu bedenken, aber. Völlig grundlos natürlich. Natürlich.
Es ist einfach nur die Musik, die ich mag. Mhm. Ja, nachdem ihr jetzt die neuen Mitglieder kennengelernt habt, kommen wir mal zu den alten, den Gründungsmitgliedern. So alt noch aber nicht. Fred Otto und Andy Cox. Es war eine ziemlich lange Pause jetzt so. Letzte Scheibe ist schon vor über 2,5 Jahren erschienen. Wie kommt's, Fred? Ja, ich hab leider meinen Fuß gebrochen. Wie kam's? Ich habe ein Atelier eingerichtet und da lag ein Balken. Und der Balken, der war krumm. Und da wollte ich gucken, ob der Balken irgendwie Gewicht vertragen kann, bin ich draufgesprungen. Der hat Gewicht vertragen und der wurde dann auch gerade, bloß als ich runterspringen wollte, ne, Physik, ne, bin ich runtergefallen auf den Arsch und dann bin ich mit dem Fuß hängen geblieben unter einer Treppe, die quer auf so einer Palette lag und habe mir den Fuß einfach komplett nach hinten gedreht. Das hat lange gedauert, bis der wieder auf der richtigen Richtung war. So dran schrauben und mit Platten und so, das war alles ganz schön scheiße. Aber jetzt geht es wieder auch bei Double Bass und sowas. Ja, ich habe ja jetzt mit Double Bass angefangen bei der neuen Produktion, weil ich habe mich eigentlich über 20 Jahre dagegen gewehrt, weil ich hasse Double Bass. Aber ich komme halt nicht drum rum und irgendwie die anderen Musiker, die sind mir alle weggelaufen, weil 57 hatten wir ja schon gehabt. Es gab so viel anscheinend angeblich gute neue Musikrichtungen und ich habe mich ja geweigert, Double Bass zu spielen. Und da ist halt der Bassmann weggelaufen und der Gitarrist weggelaufen, ging halt nicht. Also mit mir wollte man so keine Musik machen. Wegen der Double Bass, deswegen? Wegen der Double Bass, ja. Schockierend. Meinst du nicht auch, Andi? Das ist vollkommen schockierend. Aber heute geht's besser, er ist auch geschminkt. Damit das jetzt endlich mal ein Ende hat und damit wir auch ein bisschen länger zusammenspielen können und auch mal zwei Produktionen mit einer Besetzung machen können, habe ich jetzt Double Bass angefangen. Leider. Bleiben wir mal beim Thema. Ich bin auch geschminkt, ja. Weil ich sehr eitel bin. Ich meine jetzt nicht das Rot werden. Ich meine, das ist schon geschminkt. Ja, das Rot ist auch geschminkt. Kommen wir mal zu einigen Gerüchten, die so über Random... Doch, es gibt einige Gerüchte, die speziell über dich kursieren. Und ich denke, gerade hier ist jetzt die richtige Stelle, die mal aufzuklären, was dran ist, ob sie stimmen oder nicht. Zum einen wird zum Beispiel behauptet, du hättest an dem famosen Cover von der Randomized-Scheibe 14 Tage gesessen und gearbeitet. Ist das richtig? Das ist richtig. Deshalb sage ich ja, es gibt keine Gerüchte. Ich habe wirklich 14 Tage daran gesessen, weil ich hatte keinen Computer zu Hause. Ich konnte das also nicht so hin und her schieben, ein Püppchen nach da und ein Schiff nach da. Also ich musste wirklich dran arbeiten und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht. Es steckt wirklich ehrlich sehr viel Liebe drin, weil ich musste mir wirklich die einzelnen Teile zusammensuchen. Zu dem Zeitpunkt gab es nichts anderes als Brit und Uhu und habe dann halt die Teile zusammenkleben müssen. Und jedes Mal, wenn ich für meine Begriffe Scheiße gebaut hatte, habe ich das halt wieder verworfen, auseinandergerissen und fing dann wieder von vorne an. Das hat sehr lange gedauert. Ich habe auch gehört, ursprünglich hätte das Cover noch überarbeitet werden sollen, ist dann aber trotzdem in der Form, dass eigentlich nur ein Rohentwurf war, gedruckt worden. Stimmt das? Von wem hast du das denn gehört? Ich glaube von dir. Auch von mir? Ach, habe ich dir das erzählt? Ah, cool. Ja, stimmt. Ich meine, was? Dann stimmt's. Wenn ich es gesagt habe, dann stimmt's, ne? Ja, also ich meine, okay, ich muss wirklich zugeben, dass wir wollten ja eigentlich ein richtig gutes Cover haben. Und wir haben... Habt ihr doch. Wir haben uns... Nein, ein richtig gutes Cover haben, weil wir haben jetzt ein Cover, das ist zusammengeklebt. Aber eigentlich wollten wir ein richtig gutes Cover haben und dieses Cover sollte halt, mir hätte halt in einer Lithoanstalt bearbeitet werden müssen. Und unser Plattenboss, der Herr aus Usingen, der Satan aus Usingen, der hatte keine Lust, irgendwie 1600 Mark dafür zu bezahlen und hat gesagt, ihr bekommt von mir kein Vierfarbcover, wenn ich das jetzt auch noch zusammensetzen lassen muss, weil ich habe mit diesen Mannequins nichts zu tun, ich will auch keine Pyramide bauen. Also entweder Schwarz-Weiß-Cover oder ich muss es halt so drucken, wie es ist. Wir hatten auf der Rückseite, haben wir ja Farbfotos drauf und die Farbfotos waren halt sehr wichtig, weil die Besetzung hat da auch drauf bestanden, weil sie wollten halt ein Foto auf jeden Fall auf der Platte haben. Das musste in Farbe sein, also ich hatte eigentlich auch keine andere Wahl. Ich habe dann gesagt, okay, dann druck halt die Vorlage, weil das Frontcover ist mir völlig unwichtig, weil die Rückseite zählt, weil die Fotos so von Bedeutung waren. Gut, bleiben wir bei den Gerüchten. Ein weiteres lautet, du hättest deine Karriere begonnen sozusagen als Bodyguard von Doro. Wie ist es damit? Ja, es hing eigentlich mit meinem Outfit zusammen, weil ich gehe ja so auch einkaufen, aber so bin ich dann auch zur Musikmesse gegangen und als ich dann auftauchte, ich habe da einen guten Freund, den Manni Eisenblätter, getroffen an einem LRG-Stand und Doro hatte da gerade oder sollte da gerade eine Autogrammstunde geben, aber die musste dann abgesagt werden, weil der Manager gesagt hat, es sind keine Bodyguards da und da kam der Bruno halt von LRG, sah mich in dem Outfit und sagte, hör mal, hast du nicht Lust, einen Bodyguard zu machen? Du siehst irgendwie geil aus, du siehst stark aus, irgendwie machst den Leuten Angst. Weil ich brauche Bodyguards für Doro, weil der Manager hat gesagt, ohne Bodyguards gibt es keine Autogrammstunde. Und so bin ich auf dem Stand, da bin ich ja heute noch auf dem Stand, laufe ich ja immer noch rum. Der Metal Hammer ist ja da auch irgendwie liiert mit dem Stand. Rockhart nicht? Nee, doch auch, ne? Lassen wir das, okay, vergessen wir es.
Jedenfalls immer noch für Doro. Ich muss immer Eigenwerbung machen, das ist unglaublich. Was? Für Doro war ich Bodyguard, ja. Machst du das immer noch für Doro? Ich hab sie jetzt in den Arm genommen in Düsseldorf, als sie dann bei uns im Übungsraum gedreht hatte, aber Bodyguard dann nicht mehr. Aber so habe ich halt angefangen in der Szene. Was zu bedeuten. Weil man will was bedeuten. Ja, und auch, das immer steigern dann, mein was dir auch gelungen ist. Ja, mein Ego habe ich richtig gut produzieren können, das war gut. Ein weiteres Produktionsfeld für ein Ego sind angeblich Pornofilme, die du produzieren sollst. Wie ist es damit? Ja, das ist aber jetzt wirklich privat, ne? Das ist ja wirklich, das ist ein ganz, ganz anderes Business. Ja, nee, ich muss ja auch von irgendwas leben, weil von dieser Musik kann ich leider nicht existieren. Aber sie macht Spaß, nach wie vor. Sonst würde ich das auch nicht tun. Aber von irgendwas muss ich leben und dann drehe ich halt Hardcore-Pornos, klar. Ist ja wie diese wunderschöne Nietenweste an. Hm? Schön, ne? Ich habe jetzt auch Striche drauf gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, hast du in einer schwachen Stunde mal auch verraten, du hattest einen Lederslip mit Nieten. War es ein Witz oder stimmt das? Nee, das stimmt wirklich, weil ich liebe Leder und das ist eigentlich mein Leben. Wie gesagt, ich gehe auch so einkaufen, natürlich nicht im Slip, aber wenn ich dann halt irgendwo, was weiß ich, im Bett rumliege oder bin auch nicht ganz entkleidet, dann möchte ich vom Leder natürlich nicht ablassen. Deshalb habe ich auch einen Lederslip mit Nieten. Mhm. Ist das True Metal? Das ist True Otto, das ist kein True Metal. True Otto, das ist mein Leben, so bin ich halt. Ich liebe Nieten. Ehrlich, wirklich, ich stehe dazu. Deswegen hat er auch so viele um sich geschart und da draußen eine Band gemacht. Und darum heißt du auch der Nietenpapst. Ja, das habt ihr ja draus gemacht, weil ich weiß nicht, was ich mit dem Papst zu tun habe. Also mit dem Papst habe ich irgendwie gar nichts zu tun. Aber wenn ihr alle meint, dass es so sein sollte, dann bin ich halt der Nietenpapst. Du unterschreibst zumindest so bei Autogrammen. Aber nur unter Freunden, unter ganz guten Freunden. Also eigentlich unterschreibe ich mit meinem Namen, weil ich finde Autogramme auch sehr wichtig. Mhm. Das hat den Namen. Für sein Ego wichtig. Für mein Ego. Autogramme sind für sein Ego wichtig. Für meins auch. Kennst du ein Gerücht über dich? Ich bin heroinabhängig. Stimmt, das habe ich auch schon oft so gedacht. Bin ich aber nicht. Warum sieht es dann so ungesund aus? Ich spiele bei Random. Ansonsten vielleicht falsche Ernährung noch oder sowas? Ich spiele bei Random. Das sagt eigentlich alles, weil das schließt falsche Ernährung mit ein. Sehr überzeugende Antwort. Ihr habt ja mit Running Wild und Rage zusammen getourt. Das ist wirklich kein Gerücht. Mir wurde jedenfalls berichtet, dass ein Pyro-Set unter deinem Drum-Riser gestanden hat und den Bups hochgehoben. Also erstmal haben wir selbst eine Pyro-Show gemacht bei Running Wild, weil sie haben ja auch eine ganz gute Pyro-Show und wir wollten dann unbedingt auch eine haben. Und wir durften dann, und wir haben dann auch zwei Magnesiumblitze gezündet. Und beim allerletzten Gig, jede Band muss ja die andere Band unbedingt verarschen, so wurden wir dann halt verarscht, oder ich persönlich verarscht. Da hat halt der Crewleiter irgendwie von Running Wild, der hat unter meinem Podest halt so ein Giant Maroon installiert. Und in dem Moment, er wusste dann natürlich am Ende der Tour ganz genau, wann wir unbedingt unsere Magnesiumblitze zünden wollten. Und da, wo ich dann drauf gedrückt habe und unsere Blitze gezündet habe, hat es plötzlich unglaublich geknallt unter mir. Und das Podest ist halt so 3-4 Zentimeter einfach nur nach oben geschnuckt. Und bis ich geschnallt hatte, worum es ging, und das habe ich eigentlich nur geschnallt, als ich zur Seite zur Bühne blickte, und da haben sich alle abgerollt vor Gekicher, da war mir natürlich klar, hatte mir tatsächlich so ein Giant Maroon unter Schlagzeugpodest gebaut. Das ist auch kein Gerücht, das ist wirklich passiert. Hätte ich auch zusammenbrechen können in dem Moment? War es nicht gefährlich? Natürlich, aber das war dem, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, das war dem wirklich egal. Der hätte vielleicht schon eine Fußverletzung früher passieren können, so gesehen. Ja, das sowieso. Aber bei der ganzen Tour hätte die Fußverletzung früher passieren können. Weil wir sind ja jedes Mal, wenn wir auf die Bühne gelaufen kamen, wieder runtergetreten worden. Also das hätte an jeder Ecke passieren können. Aber runtergetreten wurde er nicht von einem deutschen Major-Label namens RCA, was wohl Interesse an euch hatte eine Zeit lang. Warum ist daraus nichts geworden? Ja, wir haben es eigentlich nur getroffen und weil wir halt unser Ding so machen, wie wir es machen, wie es jetzt mittlerweile jeder, der uns liebt, kennt, wurde ich dann natürlich auch gefragt, ob die Band freiwillig so sein wollte wie Spinal Tap, weil wir wären ja wirklich der deutsche Ableger von Spinal Tap. Ich finde den Film okay, ich finde Spinal Tap auch okay, aber ich habe damals auch schon gesagt, wir sind nicht der Ableger von Spinal Tap. Weil allein schon aus dem Grund, weil bei Spinal Tap die Schlagzeuger nach der Reihe wegsterben und du ja als Gründungsmitglied, wir sind immer noch dabei. Also aus eigener Sicherheit habe ich natürlich, will ich nicht Spinal Tap sein, das ist völlig richtig. Aber ich sagte, weil wir, das haben wir so gemeint, das ist unser Ding, das ist unsere Musik und wir nehmen sie wirklich ernst und wir machen sie so. Und als ich sagte, dass wir das alle wirklich ernst nehmen, da hat sie dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das musst du mir jetzt erklären. Du kannst doch nicht das oder das, was ihr da treibt, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Und ich sage, natürlich ist das ernst gemeint. Bei Spinal Tap ist dieser Humor,
Die Karikaturen, die Parodien, die sind einfach inszeniert. Bei uns ist doch nichts inszeniert. Du bist doch heute bei unserer Arbeit dabei gewesen, ist doch nichts inszeniert. Ihr seid echt, das habe ich schon gemerkt, ja. Deswegen ist es auch so ein Kult, glaube ich. Kann sein, kann sein. Habt ihr denn überhaupt Spaß an diesem, in Anführungszeichen, Comedy-Image? Was euch von einigen Seiten zumindest aufgeheizt wird, obwohl ihr das gar nicht unbedingt wollt? Wir haben überhaupt gar keine andere Wahl. Wenn wir irgendwo auftauchen, lacht man über uns oder man tritt uns ins Kreuz. Also irgendwie dazwischen gibt's nichts. Das finde ich vorteilhaft. Mittlerweile haben wir ja Erfolg auf der breiten Linie. Wir haben jetzt weit über 3.500 Platten verkauft. Also wir kommen da wirklich bestens mit zurecht. Ist jetzt gerade bei einer neuen Scheibe ein Vorwurf aufgetaucht, der als solcher eigentlich nur sehr schwer zu verstehen ist, nämlich ihr wärt zu gut geworden. Wie stehst du dazu? Erst so in den letzten Jahren hat man sich so ein bisschen um uns gekümmert und jedes Mal, wenn man auftaucht, stellt man natürlich fest, dass wir gut sind. Wir sind gut, klar, wir waren immer gut, von Anfang an. Lag es euch an den englischen Texten, die zwischendurch nicht ganz perfekt waren? Im englischen Sinne gesehen, im sprachlichen Sinne gesehen? Also ich muss ehrlich zugeben, die englischen Texte, damit haben wir jetzt wirklich aufgehört, weil da steckte so viel Intelligenz, so viel Hintergrund in diesen Texten, aber das merkt keiner draußen. Da haben wir gesagt, dann sagen wir es gleich richtig und in Deutsch und vielleicht versteht man es dann. Andi, du sahst noch bei der Buddy Games Scheibe ziemlich sleazy aus. Jetzt siehst du aus wie ich. Wie kommt's? Ich meine, das ist ein ganz normaler Prozess. Und das Einzige, wo ich jetzt so stehe, sind die kurzen Haare. Gitarristen mit langen Haaren gibt's genug. Ist schon ganz in Ordnung so. Das war's von unserer Seite aus hier. Tschüss.